Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ah, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. So, beim letzten Mal sind wir hier zu diesem Tankladen gekommen, hatten uns vorgenommen, hier die ein oder andere Nebenquest jetzt abzuschließen. Und ich habe mich mal informiert, wie man dieses Rätsel hier machen muss, weil ich das beim letzten Mal nicht verstanden habe. Die Liste, die ich da sehe, die muss ich von rechts nach links lesen. Ich habe sie die ganze Zeit aus der anderen Richtung gelesen. Ich muss jetzt also von hier auf das Blaue stellen. Jetzt schmeiße ich das blaue Ding rein. Und dann entsteht hier ein neues Rezept. Also, jetzt werfe ich das rote Ding rein, nachdem ich das hier auf rot gestellt habe. Stell das auf blau. Werf dann das blaue Ding rein. Jetzt stelle ich das wieder auf rot. Dreh dann auf grün. Schmeiß grün rein. Also ich habe mir nur angeguckt, wie ich das machen muss. Ich habe mir keine Reihenfolge von den Dingern rausgesucht. Ich habe einfach nur geguckt, hey, was mache ich falsch? Ah, okay, ich habe in die falsche Richtung gedreht. Ich versuche es mal wieder andersrum. Da ich eventuell zuerst das Gelbe, weil das abgetrennt ist. Eventuell. Dass ich zuerst das Link hier einmal machen muss. Ich stelle das einmal auf grün. Und gehe jetzt wieder von links nach rechts. Nee, und dann muss ich wieder von rechts nach links denken. Aber wenn die Trennwand ist, dann muss ich gucken, dass ich das linke zuerst mache. Okay. Das habe ich dann jetzt verstanden. Was ist das für ein Kackrätsel? Das ist so ein dummes Rätsel. So, grün. Nehme ich schon mal mit. So, jetzt auf braun stellen. Oder orange, kann jeder sehen, wie er will. Und ist das jetzt endlich richtig? Ja. Mal so ganz ehrlich, ich hätte ruhig sagen können, dass man von rechts nach links lesen muss. Der badet einfach in der Suppe. Zeig mir den Weg zu den Mächten der Finsterzeit. Ich will ihn direkt in die Augen starren. Warum kommst du nicht mit uns? Zumindest bis du dich etwas beruhigt hast. Ah, wäre eine Idee. Ich werde mich beruhigen, sobald ich ein paar Antworten von den fiesen Bösewichten in der Galaxie bekomme. All über einen Sinneswandel reden, ne? Dass die chemische Zusammensetzung deines Muttranks genau dieselbe ist wie die von Brombeermineralwasser? Ist dem so fein, Feengeist? Nun, keiner hat behauptet, dass Magie nicht spritzig und geschmackvoll sein kann. Oder vielleicht ist das alles nur Einbildung. Die Geheimnisse, die die Wissenschaft und Magie umweben, darf ich nicht verraten. Na, wer möchte etwas aufgegossenes Vitamin-Zitronengras-Sprudelwasser, hm? Genius. Aber Toxikomet haben wir jetzt. Den können wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen gebrauchen. Tue ich auf jeden Fall mal bei mir rein. Und dann gebe ich ihm mal Sternteile. Haben wir mehr als genügend.
Oh, bis zur Stufe 5 reicht es nicht. Okay, ich müsste jetzt einmal kurz auf der Karte gucken, was haben wir denn sonst noch so vor uns? In die roten Münzen. Immer noch keinen blassen Dunst, wie man rankommt. Da ist ja das Blütenmeerportal vom Borstella. Da brauchen wir 28 Sparks, die wir noch nicht haben. Das hat bestimmt mit dem Bereich da zu tun. Damit man da hochkommt. Leute, ich glaube, ich sehe jetzt, welche Kanone ich hier benutzen muss. Das hier ist, glaube ich, die Kanone. Ja, die war die ganze Zeit da oben. Und ich habe die letzte Mal wie bescheuert gesucht. Ist doch wieder mal unglaublich, ne? Warte, bevor ich die Herausforderung aktiviere. Erst die Leiter nach unten. Okay, war eine gute Idee. Schaffe ich es alle einzusammeln? Komm. Badrubba. Die hätten wir dann auch. Ja. Müssen wir beim Laden nachgucken, wie viele Planetenmünzen uns noch fehlen. Weil dann könnte es nämlich sein, dass ich den einen oder anderen Bereich noch nicht erkundet habe. Ach, guck mal, dann kann man sich hier wieder auch hochschleudern. So, 4 Planetenmünzen habe ich. Drei Münzen fehlen noch. Das heißt, irgendwo ist noch eine Münze, die man über die Karte nicht bedingt sieht. Welche könnte ich übersehen haben? Also, wo, da war ich auf jeden Fall. Hier drüben war ich, meine ich, auch. Da keine Rede, da waren wir. Ich überlege gerade, wo waren wir nicht? Hier sind wir einmal durch die komplette Höhle gelaufen. Das steht ja auch außer Frage. Obwohl, war ich hier? Ich gehe einmal kurz gucken, falls nicht, sehen wir uns bei Borstella. So Leute, ich habe jetzt einmal die ganze Höhle abgesucht und da nichts gefunden. Wir machen jetzt das Planetenportal hier. Das sieht einigermaßen fies aus. Einigermaßen, weil es hauptsächlich nur Goombas sind. Okay. Wir haben hier einen direkt neben uns. Zwei sogar. Die klatschen mir erstmal direkt weg. Ach so, ich kriege eine. Das ist eine Angriffsstärkung und nicht das andere. Upsen. Ich dachte, das wäre ein Meteorangriff. Na gut, dann halt so. Ja, auch nützlich sein. So, wir müssen uns vor der Goomba-Brigade in Acht nehmen. So, die kann ich wegklatschen. Aber 41 Gegner. Es zielt halt echt eigentlich mehr darauf ab, dass ich die Goombas weggrätsche. Oder explodieren lasse. So, da kommt die Armee. Das sind sogar Scharfschützen. Wie ekelhaft ist das denn?
Kommt doch wenigstens runter. Damit ich auch schön wegrätschen kann. Boah, da an der Stelle einmal einen Meteor reinjieten, ne? So, tschüss. Keine Chance. So, hier gebe ich jetzt eine mit. Dann grätsche ich die hier und nutze hier oben gleich Trägheit. Ja, wenigstens ein. Ansonsten nur Gumbas. Ich sollte mich, glaube ich, sogar ein bisschen aufteilen. Weg. Und mit Luigi mache ich mal Arbeitsteilung. Sonst kriege ich die Gumbas ja alle nie weg. Lustig, wie das einzige, was ich angreifen kann, mein Kamerad ist. Das sind nur viele, das ist keine schwere Quest hier. Was die Planetenmünze übrigens angeht, könnte ich mir vorstellen, dass ich eventuell nochmal bei dem Fischtypen vorbeikommen muss und da irgendwie einen Rekord schlagen muss. Boah, da schmeiße ich gleich sowas von dem Powerblock hin. So, sayonara. Boah, Massenvernichtung. So, sollte reichen, wenn ich die Sicht hier aktiv habe. Geben wir dir direkt noch mal eine mit. Irgendwie kann ich durch den Boden schießen. Ich habe auf einmal magische Kräfte erhalten. Muss aufpassen, dass Rebella nicht stirbt. So, vernichtet. Der Flammenregen müsste ihn zumindest einmal treffen. Und der steht gut, der steht direkt nie in so einer Feuerfalle. So. Tschüss! Weg mit dem. Ja, sehr schön. Der hat was abbekommen. Das ist nicht so schön. So, bitte verreck. Danke. Mal sehen. Also.
So, da stehst du gut. So, dann mache ich dich träge und ziehe mich hier hinter der Wand zurück. So, zack. Ich vernichte dich jetzt. So, bin bereit. Ja, genau, die treffe ich natürlich, die ein Schild haben. Und der, der kein Schild hat, der läuft zu spät. Ich muss gucken, dass ich außerhalb des Radius von dem Ding bin. Gut, bin ich. Jetzt kriegt die eine mit. Und zwar alle. Das hat gesessen. Gleich ist nur noch der Sniper da. So, den lege ich mal kurz lahm. Ich schieße auf dich. So, der Scharfschütze ist jetzt auch fast tot. Haben es gleich geschafft. So, tschüss. Und Sayonara. Ja, vom Prinzip her recht easy, das Portal hier. Und wir haben ein Fertigkeitenprisma natürlich dafür erhalten. Das können wir bei Peach zumindest schon mal verwenden und bei Rabbit Peach. So, dann verbessern wir nämlich den Heilungssprung. Wobei, hier habe ich schon alle ultimativen Fähigkeiten. Hol ich mir mal die Schadensabnahme auf große Distanzen. So. Mario habe ich auch noch ausgebessert. Bowser braucht den Landungsschadensboost. Und dann würde ich jetzt noch mal gucken bei dem Fisch-Heini. Eventuell muss ich da den Rekord noch mal überbieten. So, ich habe jetzt mal versucht, seinen Rekord zu schlagen. Ich glaube, ich habe es geschafft. So, Leute, ich habe das mit den Fischen nochmal gemacht und habe den Rekord nicht geschlagen bekommen gerade und keinen Bock mehr drauf. So, wir müssen noch in das Karkmaltal beim nächsten Mal. Ich sag extra nächstes Mal, weil ich will noch bei Prima Paletti vorbeischauen und da den Riesen jetzt noch fertig machen. So, Leute, wir stehen vor dem Riesen. Riesenüberraschung. Den riesen Oberlehrer. Welches Element magst du denn überhaupt nicht? Ach, Elemente jucken dich generell nicht. So, ich habe mein Team einigermaßen angepasst. Jetzt gespannt. 28.000 Leben muss ich wegratzen. Halten wir uns am besten gar nicht lang mit den kleineren auf. Das Gute bei den Riesen ist immer, die sind so riesig, die kannst du nur treffen. Weil die keine Deckung haben können.
Ich mache mal was ganz Verwegenes. Ich habe mir mal den Schleimtypen hier mitgenommen, weil der kann die ja entwaffnen. Ich dachte mir, es könnte eventuell ganz praktisch sein, wenn der ab und zu die den Großen nervt. Wo bist du denn nach oben gekommen? Das ist halt wie gesagt das Gute, der entwaffnet die. Der schadet auch den Großen und der lenkt die halt auch gut ab. Der Riese wirkt easy. Er ist halt jetzt schon fast down. Und vor allen Dingen, weil das alles Geistertypen sind, kann ich nur ihn mit der Sicht treffen. Sehr geil. Kriegst den Schaden selber. Stell ich mal mit den beiden hier unten hin. Sobald die Runde rum ist, mache ich mal, dass die da unten sich nicht bewegen können. Das betrifft ja auch den Riesen, die Trägheit. Mir war bewusst, dass du den angreifst. So, Riesen konnte man nicht grätschen. Sayonara! Also von allen Riesen war der der einfachste. Hat sich ja so gut wie gar nicht gewehrt. Was für eine Lusche. So, wir haben ein goldenes Prisma gerade dadurch erhalten. Also ich habe keine 10 Minuten über ihn gebraucht, ne? Ich sehe ja, wie lange ich schon aufnehme. Ich überlege gerade nur, wem von denen gebe ich jetzt das goldene Prisma. Ich habe sogar 2 bekommen. Ich würde sagen, ich gebe 1 davon Mario. Und das andere würde ich Bowser geben. Aber wenn der diese Spark-Fähigkeiten hätte, dann würde ich ihn auch mal ins Team wieder nehmen. Aber bisher ist er halt noch nicht so gut, dass ich ihn mit reinnehmen würde. Die Fähigkeiten, die er jetzt gerade alle geboostet hat, braucht er, damit er überhaupt irgendwo praktisch ist. Ich gebe aber im Hauptteam bei allen mal das Spark-Geschenk. Dann habe ich so die Möglichkeit, ab und zu ein Geschenk zu bekommen. Es fehlt nur noch, dass ich diesen Spark-Schutz habe. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal in der Arche wieder. Wir haben ja das hier jetzt geschafft. Der Riese hier ist vernichtet. Es gibt nur noch 2 Riesen so gesehen. Müssen natürlich noch den ein oder anderen Spark finden. Mit dem Fischis versuche ich mal, dass ich offscreen, dass ich da auf die 9 komme. Man muss halt 9 Dummbärsche dem geben in der Zeit. Und das ist echt schwer. Das mache ich wirklich ausgehen und sage euch dann, ob das eine Planetmünze gab oder nicht. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!